So, da sind wir auch schon wieder. Während das letzte Video quasi gerade noch hochlädt, ne, nehme ich hier schon wieder das nächste auf und werde auch mal direkt nahtlos loslegen und weiter der Hauptgeschichte folgen, damit wir hier, ne, Fortschritt bekommen. Los geht's. Na, komm schon. Es ist erstaunlich, wie der Server hier doch manchmal anfängt, so ein bisschen zu husten. Was hat er genommen? Schriftrollen aus dem verbotenen Archiv. Er hat die Mittel, ein geringes Übel zu beschwören. Er hat was? Welches, verdammt? Aber wir wissen es natürlich nicht. Die Macht der geringen Übel wird nur von den großen Übeln übertroffen. Wenn Elias es schafft, eins unter seiner Kontrolle zu beschwören, könnte er uns alle in Blut ertränken. Das ist übel, aber halt ein geringeres, ne? Drehen hier jeden Stein um, wenn es sein muss. Moment, ich glaube, ich sollte mir, bevor ich jetzt loslege, so einen Trank in den Rachen kloppen. Bei mehr EP ist immer mehr gut. Ich gehe hier sehr geradlinig durch, aber ich habe gehört, dass ein Steinmetz in diesem Haus lebt. Ein Mann namens Genba. Es ist versteckt, abgeschieden. Perfekt für einsame Arbeit. Erinnert mich an euer Haus. Obwohl, Moment. Ich habe den jetzt mal so ganz selbstverständlicherweise in Schwermut reingepackt. Ich nehme den mal ganz kurz wieder raus. Diesen einen, weil wir haben ja mittlerweile, sind wir ja hier unten schon angekommen, nicht wahr? Nehmen wir den. Irgendwas ist hier komisch. Vernichtet sie!
Viel zu einfach. Diese Dämonen waren Ungeziefer. Von einem Magier mit Elias Können hätte ich mehr erwartet. Durchsuchen wir das Haus. Kiste! Ich mache mir hier übrigens zwischendurch immer mal wieder so meine Gedanken, wie ich mit diesem Let's Play ganz allgemein fortfahre. Also ich meine, ja, jetzt babbel ich wieder hier in die Schlacht rein. Ich hatte es leiser gemacht. Ich hoffe, man versteht mich und das ist nicht zu unangenehm, wenn ich rede. habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich danach hier fortfahren soll. Also wenn wir mit der Hauptstory fertig sind, ich habe ja mehrere Charaktere in dem Sinne, aber ich würde doch gerne zeigen, was passiert, wenn wir mit der Hauptstory fertig sind? Was wird auf einmal relevant? Wie kämpft man sich dann quasi ne, so stückweise voran? Ich weiß zwar nicht, ob ich dann alle Fortschritte reinhau, aber ich würde euch doch wirklich sehr gerne, ne, zumindest diesmal, ne, hier in Diablo ne, einiges zeigen. Seid vorsichtig. Elias könnte noch in der Nähe sein. Seht, was ihr finden könnt. Ich hab die Kiste gefunden. Die Sachen gehören zwar nicht mir, ich nehme sie trotzdem mal mit. Hier wird suspekt. Ist überall an der Wand. Suchte mich Meister Elias auf. Ich konnte kein Wort herausbringen, also zeigte ich ihm meine Schnitzereien. Er sagte, er könne meinen Schmerz in ihnen sehen. Den Schmerz eines einsamen Mannes, der gelernt hatte, die Welt zu hassen. Und doch, unsere Mutter, Lilith, fand mich hübsch. Er sagte, es gäbe andere wie mich und zusammen würden wir eine neue Welt formen. Verstehe. Was für ein abscheuliches Chaos. Meine Fleischbeste leuchtet im Rücken. Brennende Höllen, wir sind zu spät. Elias ist längst fort. Dieser Genba ist unser Beschwörer. Wie könnt ihr euch da sicher sein? Ist es nicht offensichtlich? Elias findet den einsamen Genba, ohne Freunde, voller Wut, und manipuliert ihn mit Leichtigkeit. Er verspricht ihm Lilis Liebe und eine Rolle in seinem großen Wahn. Dann gibt er ihm die Mittel, seinem Zorn Ausdruck zu verleihen. Beschwörungsschriftrollen. Sehr scharfsinnig. Wer weiß, wie lange Genba in diesem Wahnsinn geschmort hat. Hoffentlich kann er noch befragt werden. Ja, ich glaube, da ist es gar nicht mal so schwer, Leute zu beeinflussen. Wieso haben wir ihn nicht angegriffen? Nee, immer noch nicht. Nee, Lorat hat auch keine Probleme. Danke, dass
ihr Meister Elias geschickt habt, der, wo um mir den Weg zu zeigen. Ich sehne mich nach dem Tag, an dem wir an eurer Seite stehen und das läuternde Feuer legen. Besucher? Hat Meister Elias euch geschickt? Meister Elias? Nun, ja, das hat er. Unsere Mission ist äußerst wichtig. Wir haben etwas für den Meister und hörten, er wäre bei euch gewesen. Wisst ihr, wo er ist? Lügner! Dreckiges Lügnerschwein! Der Meister hat alles, was er braucht! Ja, ich bin hier der Master. Damit ich schlagen kann. Mammon! Alter Lappen! Ich würde ja gerne sagen, das ist aufwendig, aber... Wie grausam ihr geworden seid. Aber genau deswegen habe ich jetzt gerade angesprochen. Ich spiele ja jetzt immer noch auf Weltstufe 1, um halt der Story so ein bisschen, ne, also keine großen Probleme zu kriegen. Das wird sich aber irgendwann auch schlagartig ändern. Und dann würde ich euch, wie gesagt, gerne zeigen, beziehungsweise sollt ihr dabei sein, wenn man sich dann, ja, alles hart erarbeitet. Zuerst die schlechte Nachricht. Genba hat jemanden erwartet. Offenbar hat Elias andere in seinen Wahnsinn gezogen. Hat sie wohl auch das Beschwören gelehrt. Ihr habt Genba gehört. Der Meister hat alles, was er braucht. Sie haben etwas Drastisches vor. Und die gute Nachricht? Elias gab uns ein Geschenk. Erinnert ihr euch? Dieser Dämon, den er geschickt hat, um uns zu töten, er ist einzigartig. Er muss ständig gefüttert werden, mit Menschenopfern. Wenn ich seinen Bauch aufschlitze, könnten wir darin einen Hinweis finden, der uns sagt, woher er gekommen ist. Ich muss ihn zur Untersuchung nach Khet Bardu bringen lassen. Wir treffen uns später dort. Lasst mich jetzt arbeiten. Bock, mein Gott, ich hau immer von das Mikrofon. Ja, die Dorfbewohner freuen sich bestimmt, wenn man da erstmal so einen 8 Meter hohen Dämon ankarrt, ja. Manchmal ist komisch. Endlich. Elias Dämonenfreund ist dort drin und wartet auf das Messer. Könnte Elias wissen, dass wir seinen Angriff überlebt haben? Oh, er weiß es. Und das bedeutet, dass die Zeit knapp wird. Kommt, sehen wir mal, ob dieser Dämon etwas Nützliches gefressen hat. Bäh. Er schützte diesen Narren. Genba? Das ist Elias Werk. Aber wo ist er? Die Antwort liegt in seinem Magen.
Eine zarte Hand. Die eines Adligen. Elias hat diese Kreatur nicht nur mit edlen Stiefeln gefüttert. Dieser Mann hatte Familie. Oder diese Frau. Dämonen müssen brennen. Das ist falsch. Ah, dieses Medaillon trägt das königliche Wappen des Herrschers von Gul'ran. Ehemaligen Herrschers. Natürlich. Das reicht, alter Mann. Den Toten zollt man Respekt. Man zollt ihnen gar nichts, solange die Lebenden bedroht sind. Nun hat Gul'ran dank Elias einen neuen Herrscher. Die Toten mögen euch nichts bedeuten, aber dieses Medaillon könnte den Trauernden Frieden bringen. Nun gut. Um Elias zu finden, müssen auch wir nach Gul'ran reisen. Kommt mir nach, und zwar rasch. Makaber, makaber. Oh, und meidet die Stadttore. Zu viele Kannibalen. Geht zu den Klippen, dort werden wir Hilfe finden. So, erstmal schauen, was wir hier Tolles haben. Plus 6 alle Werte, hier haben wir plus 8 Werte. Also das ist doch schon okay. Kontrollverlust, Dauer finde ich jetzt nicht so prall. Schadensreduktion, während ihr gestellt seid. Ich bin ja, glaube ich, nicht gestellt, ne? Nö. Da reicht mir, nee, das reicht mir nicht aus, um beeindruckt zu sein. Ich weiß übrigens, ich kann auch einfach die Dinger hier so durchgehen, ne? Ich habe mir das irgendwie aber so angewohnt. Meine Schmiede wartet auf euch. Angewöhnt, da immer doppelt und dreifach drauf zu gucken. Ich weiß auch nicht warum. Okay, da haben wir wieder einen kleinen Weg vor uns. Was erzählte der ja gerade nochmal über Kannibalen? Psch. Oh, eine richtige Kiste. Nicht mal dafür steige ich ab. Stützpunkt der Onyx-Turm. Ich kann mich da so geringfügig dran erinnern. Ich glaube, da musste man auch erstmal einnehmen. Ich glaube, ich gehe mal gucken. Ne, schadet ja nicht, außer ich gehe drauf. Ja, komm, wir schleichen uns unauffällig durch dieses. Ich stelle mir das wirklich gerade so bildlich vor.
Ich glaube, man muss sie hier erstmal. Ja, zwei, drei Sachen erledigen. Eine Schlüssel holen, Bosse töten. Ne, quasi das ganze Ding auch erstmal einnehmen. Zerstört ihr Lager. Wie gesagt, wir kämpfen uns einfach mal durch. Was soll's? Schnell so einen Boss noch weggemacht. Ich kann echt stolz sein auf meinen kleinen Verein hier. Ja, aus zuverlässiger Quelle weiß ich, dass nicht alle Klassen so leicht. Andererseits, und das finde ich ja schön, liegt das aber auch größtenteils dann an der Skillung. Also ich habe echt mit meinem Droiden am Anfang so eine, wie heißt das, so eine Tornado-Skillung gehabt. Also der verwandelte sich nicht in irgendwelche Wölfe oder Bären, sondern hat halt immer nur so mit seiner Keule draufgehauen. Das sah total scheiße aus. Und da hat man immer so, ich glaube, Tornados heißen die Dinger. Also so kleine Tornados beschworen und so weiter. Und das war irgendwie, war total effektiv. Ich glaube, ich habe den bis Stufe 20 habe ich den auch so gespielt. Also das ging auch sehr schnell, wie ich fand. Und unkompliziert. Fand das aber nicht befriedigend. Also ich wollte, dass mein Druide sich irgendwie druidischer verhält. Ich habe mir dann was gesucht, wo man eher als Bär und als Werwolf draufhaut. Und damit hatte ich dann noch mehr Spaß, also rein spieltechnisch. Ne? Also ja, der ist ein bisschen träge, hat hier und da auch seine Probleme. Aber jetzt kommt immer so das Problem, was so jemand wie ich hat. Ich will mich ja eigentlich erstmal nicht mit allzu vielen Details für so ein Spiel beschäftigen. Ja, man muss irgendwann mal so ein bisschen Durchblick haben und sich ein paar Sachen durchlesen. Ne, welche Werte, welche Rüstung, welche Aspekte, also kommt doch schon einiges zusammen. Kommt aber im Laufe der Zeit ganz automatisch. Und ich habe dann, oder ne, wahrscheinlich haben viele von euch auch das Problem, oder sind deswegen vielleicht sogar hier gerade am gucken, ne, dass man so eine gewisse Anleitung will man schon haben, ist dann aber gegebenenfalls ne, auch nicht ganz zufrieden damit. Die Sache ist nämlich meistens die, dass irgendwelche Daten halt hochgerechnet werden oder zusammengerechnet werden
Ich habe schon gesehen, dass Leute Excel-Listen davon erstellen, um ne, die bestmöglichen Skillungen rausfindig zu machen. Und seien wir mal ehrlich, jetzt wo es auch noch AI-Klamotten gibt, da gebe ich einfach alle Daten ein und dann frage ich, was macht in welcher Kombination am meisten Damage? Ne? Ergebnis bitte jetzt. Also das ist die schnelle Möglichkeit tatsächlich. Es muss auch ein bisschen Arbeit investiert werden, aber ganz unvoreingenommen gibt mir das Ding dann auch irgendwelche Ergebnisse raus. Ne, ist eine schöne Sache, was da so ist, aber meistens geht dann ne, auch von meinen, ja, ich will sie mal Kollegen nennen, ne, die ganzen Guides erstellen, die sagen, ah, hier der absolute Damage-Baum oder, ja, wenn du das Video anders nennst, dann klickt aber auch keiner auf das YouTube-Video drauf, ne. Das ist auch so eine halbgute Skillung für einen Totenbeschwörer. Ja, das Video, das wird keiner anklicken, ne. Da muss man dann eben halt versuchen, ne, Damage-mäßig das Beste rauszuholen. So, jetzt kommt meiner Meinung nach eine der Stärken von Diablo 4. Es ist hier nicht ganz so dramatisch. Also der Skillbaum, also der Build, wie man so schön sagt, der verzeiht einiges. Also man kann sich wirklich einige Sachen zusammenstellen, die vielleicht nicht gerade die effektivsten sind, was den Damage oder so angeht, aber trotzdem vielleicht die beste Möglichkeit ist für eure Spielweise. Und so habe ich mir bei dem, ich habe jetzt den Druide nur als bestes Beispiel. Also das ist eine Skillung, pulverisieren nennt sich das Ganze. Und da kriegt man halt ganz genau gesagt, wo soll die Skillpunkte rein und an welche Sachen soll ich am besten achten, welche Aspekte brauche ich und. So, aber bevor ich das nicht alles habe, ist der Damage einfach viel zu gering beim Questen, als dass die Skillung tatsächlich irgendwie gut wäre. Allerdings hat der halt auch Begleiter. So, die sollte man vom Damage her nicht mitskillen. Andere Sachen machen bei Weitem mehr Damage. So, und ich bin dann einfach auch übergegangen und hab gesagt, ja, ich hol mir aber die Wölfe. Ne, nicht, weil ich die total toll finde, aber die tanken, also die helfen mir so ein bisschen beim Spielen. Okay. Ich wurde falsch abgebogen. Die helfen mir eben halt richtig gut beim Spielen. Die tanken, ich kriege weniger Damage als solches, weil die mir die Aggro so ein bisschen nehmen. Und dann reicht auch mein in Gänsefüßchen bescheidener Damage so ein bisschen aus. Das ist bei dem Totenbeschwörer hier ja nicht anders. Ich meine, hier ist der Build halt hauptsächlich wirklich darauf ausgelegt, ne, dass meine Skelette, meine Gefährten so viel Damage wie möglich machen, ich so wenig Damage wie möglich bekomme. Der Schaden, beziehungsweise alles, was ich hier auf dem Boden mache mit der Leichenexplosion, optimal den Schaden optimiert. Ne, ihr seht ja selber, ne? Es läuft ja. Ne, es kann manchmal bei manchen Bossen vorkommen, dass ich mich bewegen muss. Ist das schon fast lächerlich. Mit ihm hier. Ja, aber ich plapper eben halt auch ein bisschen rum, ne? Oh. Der Onyx-Turm. So, den habe ich mir im Grunde jetzt auch nur geholt. Gar nicht mal so sehr wegen der EP, sondern eigentlich nur für den hier. Oh, und guck mal hier. Den Fertigkeitspunkt habe ich zwar schon, aber er hier nimmt natürlich die EP sehr gerne mit. Okay, so viel war es nicht. So, sehr gut. Ne, Problem bleibt immer noch, wir müssen trotzdem der Quest hinterher rennen und das machen wir eh auch. Ne, gar nicht zu lange aufhalten. Ja, was soll ich sagen? Also man muss sich nicht immer haargenau an irgendeinen Skillbaum halten. Also das ist wie mit den Barbaren auch. Und ja, ist klar, ich quatsche jetzt hier über Klassen, die wir gerade nicht sehen. Ne, aber da ist es auch so. Also ob man jetzt
die Skillung, die ich habe, ich weiß nicht mal, wie die heißt. Ne, ich hau mit dem Hammer eben halt auf den Boden, mach auch Umgebungsschaden damit und das ist wohl das Optimum. Wenn mir das nicht gefallen würde und ich sagen würde, ja, aber Moment, ich bin einen wirbelnden Barbar gewöhnt, kann ich auch machen. Ne, ob der jetzt 3-4 DPS weniger fährt oder sowas, ne, das kann egal sein, wenn ich dadurch aber ne, das Gefühl habe, einfach flüssiger zu spielen. Und genau das Gefühl hatte ich dann halt beim Druide und das war auch überhaupt gar kein Problem. Ich glaube das, ich weiß auch nicht. Das war bislang auch bei gar keiner Klasse ein Problem. Ne, das ist wie die Jägerklasse hier. Die ist ja so eine kleine Mischung aus, ja, aus dem Schurke oder auch ein Assassine, der von Diablo 3, wenn man so will. Ja, und eben Jäger. Ne, oder Dämonenjäger in dem Sinne. Wenn ich einen Jäger spiele, dann denke ich mir, ja, ne, Jäger, dann will ich auf Entfernung gehen, ne, dann will ich schießen. Andere sagen, ja, Moment, ich will aber hier Schattentritt, ne, ich will mit Dolchen, ne, drauf messern wie ein Berserker. Ja, und da ist das Schöne, ne, du kannst beides nehmen, dann machst du eben halt nicht den Überdamage, hast aber eben halt, ne, das, ne, Beste aus beiden Welten. Oder du sagst, ne, ich gehe nur auf Fernkampf, mehr oder weniger. Was, glaube ich, gar nicht geht, ne, oder halt nur auf Nahkampf. Ne, jeder so, wie er es braucht, sage ich immer. So, schauen wir mal ganz kurz, ob ich vielleicht schon irgendwas Schönes... 18 Leben beim Töten eines Gegners. Also Leben beim Töten eines Gegners ist ganz gut. Da unten sehe ich dann plus 11 Werte. Was haben wir hier? Haben wir nur Schaden und Fertigkeiten des Typs Kern, also Kernfertigkeiten. Schaden über Zeit, was ja eigentlich unsere Leichenexplosion jetzt macht. Ne? Schaden gegen Gegner in der Nähe. Ah. Plus 18 Leben beim Töten eines Gegners. Finde ich nicht schlecht. Aber es ist auch eine Zweihandsense, wie ich gerade sehe. Hm. Ich glaube, der will immer das Schlechtere austauschen. Beinschutz. Dornen ist okay. Werte sind auch schön. Wenn ich verletzt bin, bla bla bla. Wenn ihr verletzt seid, bla bla bla. Okay, das scheinen so übliche Werte zu sein, die man so hat. Hier finde ich schön, ich habe jetzt, okay, einen Rang auf Knochengefängnis und Blutnebel. Brauche ich aber beide gar nicht. Aber 4% erhaltene Heilung. Auch Leben beim Töten eines Gegners. Wo auch Zweihandsense. Erhaltene Heilung, Stärke, Kontrollverluste. Ne, ach komm. Dass ihr hier seid. Nur leider ohne Armee oder Belagerungswaffen. Elias ist hier? Zweifelsohne ist er im Palast. Hinter der hohen Mauer und den verriegelten Toren. Wir können nicht hindurch. Ihr wisst, wer es kann. Solaya. Wie viele Nachrichten waren es? Wie lange sitzt Oyun schon bei diesen Schlechtern dort drinnen fest? Sie ist vielleicht die Letzte, die den Tunnel kennt. Falls sie noch lebt. Falls der Tunnel existiert. Ihr vertraut mir nicht. Natürlich nicht. Ihr seid eine Diebin. Vor Jahren wart ihr nützlich, ja. Doch ihr habt offensichtlich andere Gründe für eure Suche nach Oyun. Das geht euch nichts an. Wenn ich nach Oyun suchen müsste, wo würde ich beginnen? Sie hat ein Haus am Marktplatz. Wir wollten uns dort treffen, doch mir war der Weg versperrt. Kommt bitte in einem Stück wieder. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass diese Oyun das Risiko wert ist.
Vielleicht überzeugt ihr mich vom Gegenteil. Ich würde sagen, boah, ist das fies, aber ich kann mich ja hier zurückporten, deswegen lass mich mal kurz nach Rumsbumshausen zurück, damit ich meine Tasche leer machen kann. Ist es übrigens immer noch verdammt heiß hier. Meine Goldreserven ein ganz klein wenig aufstocken. Ach komm. Reiset den Vater. Weg mit dem Plunder. Die Steinchen hau ich auch erstmal alle hier rein. Dafür hätten sie aber auch eine extra Tasche hier machen können, ne? Für Edelsteine. Also. Mein ja nur. So, dann. Würde ich sagen, gehen wir mal gucken. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich habe echt Spaß im Moment noch mit dem Spiel. Also jedes Mal, wenn ich auslogge, ne, dann mache ich so ein Kreuz hier, mache hier irgendwas anderes. Und dann denke ich mir, ja, ne? Ihr könnt ja noch mal. Erstmal nochmal in die Fertigkeiten gucken. Jetzt bekommst du deinen Punkt. Klicks. Ich halte immer Ausschau nach Items. Aber das wird noch dauern, bis sowas überhaupt in die Richtung kommt. Ne? Wo dann zum Beispiel steht hier für Leichenexplosion ne, so 2 Punkte oder sowas. Ne, über durch die Ausrüstung, dass wir dann so auf Rang 7 oder so kommen. Ne? Das wäre bei der Leichenexplosion eine richtig tolle Sache. Bei Skelettkrieger, also 2 zusätzliche Skelettkrieger zum Beispiel, gibt es glaube ich auch. Habe ich glaube ich sogar schon, oder? Ja, stimmt, ich habe 2 Magier mehr. Ne? Wir sind in der 11 mit dem Golem. Beziehungsweise mit mir sind wir sogar 12. Das sind so Sachen, also die sind, glaube ich, ganz schon wichtig, weil 2 Skelette mehr haben, ne? Egal ob die jetzt auch Magier oder Krieger sind. Ich denke, das macht unglaublich viel aus. So, schauen wir uns mal um. Und wartet mal, das interessiert mich jetzt mal ganz kurz. Ich glaube, das ist mein... Genau, das ist es. Ne? Wenn ihr getroffen werdet, während ihr nicht gesund seid, bildet sich 5,3 Sekunden lang eine magische Blase um euch. Kann nur einmal alle 90 Sekunden auftreten. Aber das ist so ein Ding, da sollte man echt gucken, ob man das immer irgendwie parat hat. Ne? Oder sich eventuell auch mal runterzieht den Wert. Also muss ich mal gucken, ob das überhaupt möglich ist. Ich meine, ich muss ja eh alles aufdecken, ne? Aber ich weiß immer nie, wo als erstes hin. Oh, was ist denn? Ich brauche mehr Zeit. Bei Osiris, was war das? Da wollte mir aber einer besorgen.
oder stand ich im Gift? Da muss ich aber nochmal gucken. Also ich weiß, dass jede Klasse hat, ne? Hier sind eine Angstgegner. Ja, beziehungsweise gibt halt Gegner, ja, die sind für den einen wieder schlimmer als für den anderen. Ich habe zum Beispiel, ne, als Beispiel halt, auch wenn wir jetzt mit dem Totenbeschwörer spielen. Kontrollverlusteffekte sind natürlich immer scheiße, also wenn man nichts machen kann. Aber bei dem Druide, der auch wirklich darauf angewiesen ist, dass er draufhaut, ne, auf 80% im Prinzip leben bleibt, damit er auch immer gut selber geheilt wird und so weiter. Da steht man da manchmal da und ich habe wirklich, ich habe dann auch 6 Tränke mit dem und fall tot um, weil ich halt so gestunt war, dass ich die Tränke nicht mal nehmen konnte. Sowas geht mir natürlich auch so ein bisschen auf die Fackel. Wobei, jetzt muss ich sagen, man kommt aber halt auch mit den entsprechenden Spells und das muss ich halt in dem Spiel wieder komplett zugute halten. Und ist quasi auch so die Quintessenz meines ganzen Gequassels. Es gibt Skillpunkte, wo man das dann wieder mit unterbrechen kann. So ein, was ist das? Irdenes Bollwerk oder sowas. Ne, wenn ich das dann zünde, dann wäre ich sofort wieder da. Ja, bis zum nächsten Effekt. Ne, also es gibt doch schon also Möglichkeiten. Wenn man merkt, dass man irgendwo ein Defizit hat oder sowas, das kann man ausgleichen mit Talentpunkten. Und ich weiß ja nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Ich habe es explizit, glaube ich, noch gar nicht angesprochen. Man muss auch nicht immer hier den gesamten Baum oder so. Ihr habt das vorhin gesehen bei den Fähigkeiten. Man muss nicht den gesamten Baum auseinandernehmen. Man kann, wenn man hier auf so einen Skillpunkt geht, ne, oder hier, ne, wenn man jetzt die Viereck-Taste gedrückt hält, kann man den Punkt wieder rausziehen. Beziehungsweise der hier würde jetzt nicht funktionieren, weil ich hier noch welche gesetzt hatte. Ich müsste das, das und das rausnehmen. Das kostet geringfügig Gold. Also das seht ihr auch da unten, das ist nicht besonders viel. Könnt ihr das erstmal woanders reinsetzen. Später aus diesem einen Ding, wenn ihr es nicht mehr braucht, wieder rausziehen. Also das ist, so kann man sehr, sehr viel mit seinem Skillbaum rumspielen tatsächlich. Wie gesagt, man muss sich ein bisschen mit beschäftigen, aber ich finde es eigentlich ganz angenehm, muss ich ganz ehrlich zugeben, für alle Klassen bislang. Lizard will ja mit Diablo 4 auch durchaus einen Langzeitspaß hier machen. Ne? Man soll ja schön die Season spielen und gegebenenfalls später auch Add-ons kaufen. Bin schon gespannt, was als erstes zumindest angekündigt wird. Naja, aber erstmal warten wir in, ich glaube, knapp 2 Wochen. Eine startet Season 1. Ich habe mich noch gar nicht so richtig damit beschäftigt, was das bedeutet. Aber dieses Mal, ne, ist auch Korgen mit von der Partie. Ich glaube, ich gehe erstmal hier hin. Das ist immer alles so weitläufig so. Ja, und das ist natürlich total unberechtigtes Gejammer, ne? Find's natürlich gut. Hinweis zu haben. Ja,
bin irgendwie total spannend, dass ich hier in meine Skillpunkte, also hier X und Viereck, dass ich da jeweils immer nur einen Punkt investieren muss. Okay, ich muss wohl den umlegen. Und dass das nicht bis 5 aufgewertet werden müsste. Okay, ich muss scheinbar... Ja, einmal eine ganze Runde. Jetzt fühle ich mich verarscht. Ne, war schon richtig. Ich hätte nur nicht runterrutschen müssen. Ich habe es zu spät gesehen. Verdammt. Ne, und zu meiner Verteidigung, ja, ich habe das alles schon mal gemacht. Mit meinem Druiden, aber... Aber um mich selber zu spoilern, ich habe alle Sequenzen übersprungen tatsächlich. Komplett, also auch, also wirklich alles am Ende mit Lilith und ich habe es alles übersprungen. Habt ihr jemanden namens Oyun gesehen? Ich weiß nicht. Die Kannibalen holen sich alle. Sie töten und fressen. Aber manche schleifen sie fort. Zu den Gefängnissen, wie ich gehört habe. Warum sollten diese Monster irgendwen am Leben lassen? Die Gefängnisse. Vielleicht könnte Oyun noch am Leben sein. Da ist aber eine optimistisch. Hey, wie seid ihr denn hier rübergekommen? Wieder, man weiß nicht wohin. Man will ja nichts verpassen. Hier können wir den Kreis mal eben schließen. Auf dem richtigen Weg.
Damit werden wir das Tor hier aufgetan haben. Sehr schön. Mal um zu gucken. Beste Abkürzung ever. Der hat da gerade so auf die matschigen Reste eingekloppt, was er mitgekriegt. Denn manche wissen einfach nicht, wann gut ist. Sorry. Wir müssen nach dem Schlüssel suchen. Ich kann nicht mehr essen. Aber sie hören nicht auf, uns zu füttern. Obst und Honig, Brot und Wein. Ich will mich wehren, aber sie zwingen mich. Alles tut weh. Ja, und dann kam das Ömmerchen vermutlich in die Suppe. Okay, ich würde aber trotzdem die Zellen gerne aufschließen. Das ist doch komisch. Ja, kann man das sagen. Hier, weißt du was über den Schlüssel? Ich brauche mehr Zeit. Ja. Hallo. Sie werden stärker, wenn sie uns essen. Von unserem Fleisch. Ist das nicht wunderbar? Nein! Nein! Er sieht's praktisch. Das ist, ich kann mehr essen! Fetter werden! Dann schmecke ich besser! Der Finger kommt ab! Das Auge kommt raus! Wir kochen uns einen feinen Abendschmaus! Die nehmen's gelassen. So, dann sieht das so aus, als wenn wir da drüben. Was haben wir denn hier? Hier kann natürlich sein, dass wir da nachher einfach wieder raus müssen. Hier? Wer ist da? Hallo. Ihr
seid nicht er. Wer seid ihr? Das Hacken. Es hat aufgehört und ich dachte, er würde mich als nächstes holen. Eure Freundin Solaya hat mich geschickt. Sie ist immer noch hier? Ihr werdet sie bald sehen. Wir müssen über den Markt. Ich kenne einen anderen Weg. Er ist sicherer. Der alte Gefängnisflügel. Er wurde vor Jahren nach einem Erdbeben versiegelt. Klingt interessant. Ein Zauberstäbchen. Schaden gegen entfernte Gegner. Ist ja eigentlich genau mein Ding, ne? Gegen verlangsamte Gegner. Glückstrefferchance. Okay, das scheint tatsächlich so ein Beinschutzding zu sein. Wenn ihr verletzt seid, verleiht euer Trank zusätzlich 2 Sekunden lang 20%. Bla 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 bla. Ne? Ja, so richtig geil sind die Sachen alle nicht, ne? So, Mädchen, was sagst du? Du kennst den Weg. Sind die Kannibalen gekommen? Die Mauer da vorne. Das war früher der Eingang zum alten Gefängnistrakt. Könnt ihr sie durchbrechen? Bin dir wortwörtlich weit voraus. Schlagen uns durch. Bleib nicht wahr. Mannequin sind einfach überall. Hier kommt der Zombie in den Hund. Sorry, ich war kurz abgelenkt. Manchmal machen die Server hier echt komische Dinge. Ich hab's schon wieder getan.
Ja, geh du schon mal. Ich wollte hier noch... kontrollierenderweise mal in alle Richtungen. Ich habe übrigens, ich glaube, ich habe das auch schon 12-mal erwähnt. Also ich meine, ich will einfach den Kommunikationsstrom meinerseits nicht abreißen lassen. Hier diese Leichenexplosion. Die ist wohl unglaublich genervt worden, aber ne, weil ich bei meiner Frau auch gesehen habe, dass die so spielt. Wenn du halt hier so einen Haufen Leichen hast und machst, ne? 1, 2, 3, 4. Der Damage, der stackt ja von allen. Oder also stackt, ihr wisst schon. Der ist, ne, glaube ich, stapelbar. Und dann ist der Schaden doch schon, ne, weil da gibt ja kein Limit. Der sagt ja nicht irgendwie nach 3 ne, Leichenexplosionen, jetzt ist Schluss. Der haut ja raus, was geht. Ne, ich weiß nicht, ob er trotzdem nochmal wieder hochskaliert wird, im Endgame zumindest. Ne, haben sich die Leute so ein bisschen aufgeregt. Ja, der ist aufgeregt. Ne? Wir haben es geschafft. Angemerkt. Meine Hände zittern immer noch. Ja, ist doch geil, du wirst nicht gegessen. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Ja, wo ist sie? Ne, folge mir. Okay. Zum Schweigen. Ganz ruhig. Es ist jetzt sicher. Hier oben kann dir nichts geschehen. Solaya! Oyun! Oh, du bist zurückgekommen. Du hast gewartet. Dich in Gefahr gebracht. Oh, natürlich habe ich das, du sture Kuh. Wo sollte ich ohne dich denn hingehen? Hauptsache weg von hier. Nun, ich muss zugeben, ihr seid vom Glück gesegnet. Ah, Lorat hat ihn hier auf die Suche nach dir geschickt. Sie müssen dringend in den Palast. Es gibt einen alten Fluchttunnel. Der Eingang liegt in den nahen Kavernen, hinter einem Alkoven mit dem Kreuz des Aufsehers. Zwei Säbel am Griff verbunden. Drück den linken Knauf und der Weg ist frei. Kavernen. Es könnte schlimmer sein. Wanderer. Ich danke euch. Gebt gut auf euch Acht. Auf geht's! Höher! Das war das Pferd des Händlers. Das bleibt besser unter uns. Also ich finde, ich bin ziemlich sozial für den Totenbeschwörer. Auf der anderen Seite, ey, ich bin Totenbeschwörer, ne? Noch sozialer geht's doch gar nicht. Ne? Bis über den Tod hinaus. Wisst ihr, als wir uns das erste Mal trafen, nahm ich an, dass euch diese Verbindung mit Lilith in die Dunkelheit führen wird. Genau wie Elias. Leider nicht. Aber nach all den guten Taten, die ihr hier vollbracht habt, lag ich vielleicht falsch. Wir werden sehen. Die EP auch schon wieder so reingetropft. Voll geil, würde ich sagen. Geflüster aus der Vergangenheit. Sprecht mit Lorat am Eingang der Schlachtergrube. Auch interessant. Das klingt für mich allerdings auch wieder wie die nächste Instanz, will ich immer sagen. Ne? Der nächste Dungeon. Ja. Kommt die Zeit wieder ins Spiel. Ne? Ich muss ja zumindest ein Auge drauf werfen, aber irgendwie ist das ne, blöd. Immer so kurz vor dem nächsten Level. Mäh. Auf 44 Intelligenz, aber Zweihand. Ich meine, spricht nichts gegen. Ich glaube halt, ich versuche mich gerade langfristig quasi schon mal dran zu gewöhnen. Ja, nee, komm, ich mache jetzt so. Nee, erstmal zurück nach Kiowaschat. Ups.
Es passt zeitlich einfach zu gut wieder. Ich weiß, ihr wollt mehr, ihr seid genauso am Lechzen nach Content wie auch ich, ne? Aber ne, der muss halt auch erstmal in Ruhe produziert werden und deswegen ne, muss ich ausgeruht sein. Wobei ich glaube tatsächlich, ich werde eventuell noch einen weiteren Part aufnehmen. Ich bin mir noch nicht sicher, weil morgen habe ich leider keine Zeit zum Aufnehmen. Da, ja, oder? Ich weiß es noch gar nicht so genau. Moment, auch hier. Ich werde erstmal verticken. Ich hätte gerne, egal wie das klingt, so meine ersten 3 Millionen hätte ich gerne erstmal auf dem Konto hier. Guter Tausch. Klick. Klick und Klick. Ich könnte zumindest schon wieder ne, zurück. Ich glaube, in dem Spiel hier. Also, wenn es sie gibt, habe ich sie noch nicht gefunden. Eine doppelte EP. Ich glaube, das gibt es hier nicht. Die sich da ansammelt. Deswegen ist, glaube ich, im Grunde egal, wo wir uns ausloggen. Solange wir an so einem Schnellreisepunkt stehen, sollten wir auch dann da wieder einloggen. So, nur, dass wir eben halt schon mal schön nah dran sind. Dann geht's beim nächsten Mal weiter hier mit dem Geflüster aus der Vergangenheit. Ne, sprecht mit Lothar, Lorat am Eingang der Schlachtergrube. Da wird's bestimmt wieder witzig und auch saftig und flüssig und, ja, Leute, beziehungsweise Freunde, ne, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ich werf noch mal kurz einen Blick, ob ich rein zufällig auf einmal aus Versehen irgendwelche Belohnungen hier abgestaubt habe. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier, ne? Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich bin der Chris von einem Korken, bla 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 bla, ne? Bis dann. ernsthaft, ne? Bleibt gesund. Bis dann.